Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stöpselkopf. Wie zu sehen, endlich mal wieder im guten alten Studio. Dank neuer Beleuchtung und neuen Equipment. Danke an dieser Stelle nochmal. Und was denn jetzt auch mal ein ganz großes Gesprächsthema geworden ist, warum denn Stöpselkopf jetzt so unregelmäßig kommt. Ein Grund ist natürlich auch das Studio gewesen. Die eingefleischten Stöpselkopf-Zuschauer wissen das natürlich, dass wir Probleme hatten mit unserer Beleuchtung hier unten. Dieses Problem ist jetzt Gott sei Dank erstmal behoben. Zum anderen gibt es natürlich auch die anderen Probleme, die jetzt noch parallel laufen zu Stöpselkopf, sprich andere Projekte. Die sind alle jetzt kommenden Februar zu sehen, natürlich unter anderem auch bei MySpace. Was das ganz genau nochmal bedeutet, zeige ich euch natürlich und erkläre euch das Ganze nochmal. Natürlich die ganzen anderen Leute, die da draußen sind und natürlich Stöpselkopf anschauen wollen und nicht wissen, ob eine neue Folge aktuell da ist, gibt es natürlich eine ganz einfache Lösung dafür, und zwar, ihr könnt das Ganze ja einfach abonnieren. Sprich, bei MySpace gibt es diesen hübschen Button unter dem Profil, wo Abonnieren da steht. Wenn ihr da drauf geklickt habt und das abonniert habt, dann kriegt ihr immer eine E-Mail dazu, dass eine neue Folge online ist. Ist natürlich die einfachste. Dazu gibt es natürlich auch noch andere Gruppen, zum Beispiel bei StudiVZ gibt es die Stöpselköpfe. Könnt ihr euch natürlich auch reinklicken, da wird auch viel diskutiert über neue Folgen, was man denn noch machen könnte, etc. etc. Und das Einfachste natürlich, mit mir persönlich zu schreiben, ist über ICQ. Die Nummern und die E-Mail-Adressen hier, da ja alle hier unten eingeblendet. Dazu erfährt man natürlich auch viel Aktuelles, was ich denn noch neben Stöpselkopf treibe, etc. 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 So, da komme ich heute endlich mal wieder zu unserem schönen Bauprojekt, was hier vor mir steht. Und zwar, wir bauen heute das Muscato-Spiel Stöpsel ärgere dich nicht. Und wie ihr euch natürlich vorstellen könnt, ist das Spiel ganz einfach nachzubauen. Und zwar braucht ihr eigentlich im Grunde genommen bloß eine große Grundplatte, wie ich hier habe. Ich habe es natürlich mal aus zwei kleineren Platten zusammengeschraubt, mit zwei praktischen Standfüßen jeweils. Ganz einfache Sache, besser zum auf den Tisch stellen. Ganz einfach. Und das bemalt ihr ganz einfach, wie ihr es schon von unseren anderen Projekten kennt. Was war das alles? Muscato Trunkenspiel war das unter anderem. Wie man es auch hier fein sieht. Wie das Ganze nochmal im Grunde genommen funktioniert, zeige ich euch hier. Nach dem ersten Anschleifen der Grundplatte kann die erste Farbschicht aufgetragen werden. Diese wird dann lediglich trocknen gelassen, angeschliffen und der Vorgang wird wiederholt. Dieser Vorgang kann beliebig häufig wiederholt werden, um sicherzustellen, dass die Farbe an allen Stellen richtig deckt. So, wenn ihr das Ganze oft genug wiederholt habt, ist das so eine schöne weiße Fläche, wie ich sie hier habe. Dann könnt ihr natürlich schon anfangen, wenn das Ganze getrocknet ist, mit dem Aufzeichnen. Macht euch am besten ein paar Grundlinien, zeichnet das Ganze mit Bleistift vor, wie ihr wollt. Ich habe mir das ganz einfach gemacht, ich habe mir eine Schablone dazu gemacht und habe das Ganze hier mit Schwarzpapier aufgetragen. Das zeige ich euch hier noch ganz einfach nochmal, ist im Grunde genommen ganz einfach. We'll be right back.
glaube, ich muss ja keinem erklären, wie das richtige Spiel Mensch ärgere dich nicht funktioniert. Die Anordnung ist daher ja ganz normal gleich. Die Farben habe ich natürlich auch so ausgewählt, dass ich auch die passenden Stöpsel sprühen kann. Rot, Blau, Grün und Schwarz. Die Stöpsel, wie ihr die lackiert, seht ihr natürlich auch wieder im Moscato Drunken Spiel. Ist es im Grunde genommen genau dasselbe. Ihr müsst bloß jeweils 4 davon machen. Natürlich auch kein Problem. Jetzt kommen natürlich die Fragen auf, wie funktioniert das Ganze? Was ist denn da nun anders an dem Spiel? Und zwar parallel zu den Moscato Stöpseln braucht ihr jeweils noch 4 Gläser, also pro Person. Und die füllt ihr natürlich mit eurer Lieblingsflüssigkeit. Kann natürlich Moscato sein, Cola, Wodka, was es alles auf dem Markt gibt. Und jeweils, das Ganze einfach funktioniert so in dem Spiel. Im Grunde genommen sind die Spielregeln genau dieselben wie bei Mensch ärger dich nicht. Und zwar, ihr kennt ja natürlich die Situation, angenommen ihr seid jetzt die Blauen und das Gegner der Rote. Und er überspringt euch, ihr müsst natürlich zurück. Und er hat natürlich einen Vorteil bei dem Stöpsel ärger dich nicht Spiel. Denn derjenige darf dann nämlich euer Getränk, also sprich ein Glas von euch leeren. Ist natürlich ein Vorteil für ihn, ein Nachteil für euch. Und so geht das Spiel, Grunde genommen, immer weiter bis zum Schluss. Und wenn ihr natürlich es geschafft habt, euer Spieler ins Tor zu bringen, sprich in euer Bunker, wie man es auch immer nennen möchte, geschafft habt reinzubekommen, dann dürft ihr natürlich das Glas selber trinken. Ist natürlich ein ganz einfaches Spielprinzip, wenn man natürlich die Grundregeln von Mensch ärgere dich nicht schon kennt. Ist ja ganz natürlich ganz einfach. So, da wären wir schon wieder am Ende einer neuen Schipselkopf-Folge. Leider. Das Spiel im Grunde genommen könnt ihr natürlich auch mit dem originalen Brett machen, je nachdem wie ihr es möchtet. Ich finde es natürlich persönlich viel cooler, wenn man ein eigenes Brett dazu gebaut hat. Wir sind ja hier selbstverständlich auch in einer Heimwerker-Sendung, die ein bisschen was Außergewöhnliches baut. So, wir sehen uns nächste Woche zur Testgruppe wieder. In diesem Sinne, ich weiß ja nicht, was ihr jetzt macht. Ich trinke eine Flasche Moscato und... ach, ich zocke. Macht's gut. Ciao. So.